Jo Freunde, die neue Season 8 in Fortnite hat angefangen. Wir gehen mal den ganzen Battle Pass hier einmal durch und dann auch, was in dieser Season noch neu ist. Und damit fange ich mal direkt an. Ihr seht nämlich schon, Stempelkarten sind wieder im Spiel, aber ein bisschen anders diesmal. Wir müssen nämlich zu den einzelnen Charakteren gehen. Kann man auf der Map sehen, zeige ich gleich mal kurz, um XP zu bekommen. Das ganze tägliche und wöchentliche Stempelkarten, also quasi Aufgaben. Dann Aufgaben kann man teilen hier mit Freunden. Das ist eher weniger interessant, finde ich, aber man kann auch den Fortschritt so mit den Freunden teilen. Battlesterne sind auch wieder im Spiel verfügbar wie letzte Season, dass wir die Sachen uns aus dem Battle Pass kaufen können. Und wir haben einen Cartoonfisch, der ist im Battle Pass, gucken wir uns gleich mal an, und den können wir auch noch selbst designen, und da springen wir mal direkt rein. Kurz vorab noch hier einmal die Aufgaben, und zwar sieht das jetzt anders aus, wenn ihr drauf geht, einfach hier tägliche Stempelkarten, das sind quasi die täglichen Aufgaben, wie es sonst gab hier, 17.000 XP gibt es da, und dann gibt es wöchentliche Stempelkarten, einfach Wochenaufgaben, super easy Sachen, sammeln mit Freunden unter den letzten 10, gib Barren aus, und dann halt hier noch diese Charakterstempelkarten, und da müssen wir einfach zu dem Ort hin hier, zum Beispiel hier bei Penny, dann können wir auf X drücken, Ort auf der Karte anpinnen, so, dann gehen wir einfach auf Karte, und dann sehen wir schon, Penny ist zum Beispiel hier links neben Weetabo an diesem Ort, dort finden wir dann Penny, und das könnt ihr einfach hier bei den ganzen Stempelkarten machen, sind einige, und ja, dort geht ihr hin, sprecht mit dem Charakter, und dort kriegt ihr dann direkt die erste Aufgabe, und dann könnt ihr eine nach der anderen Aufgabe machen, und bis 20.000 XP bei der letzten Aufgabe hier noch bekommen. Das erstmal zu den ganzen Neuerungen, die hier drin sind. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt einmal in den Battle Pass hier rein, und dafür mache ich mal meine Facecam weg, dann sieht man das Ganze nämlich ein bisschen besser. So, also Battle Pass erstmal normal hier, dann das gucken wir uns gleich auch nochmal an, aber wir fangen erstmal mit dem normalen an. Oh, ich bin schon hoch hier, schon mal kleiner Spoiler gewesen, aber wir fangen natürlich auf Seite 1 an, und zwar Charlotte ist hier der erste Skin, den gibt es auf Level 1, war ein Konzept von einem aus der Community, finde ich sehr, sehr nice, das ist auf jeden Fall der erste Skin. Dann V-Bucks gibt es wieder hier, Rückenaccessoire gibt es, das ist auch sehr nice, mit Reaktiv sogar, es schwimmt einmal rum, dann liegt es einfach mal irgendwie tot rum. Könnte man sich vielleicht auch nochmal später angucken bei den Accessoires. Ladebildschirm, dann Cartoonfisch, Outfit, auch sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch Lackierung neu, geht klar. Dann Emoticon, okay. Und Spraymotiv hier noch. Dann noch Rückenaccessoire, passend hier zu dem Skin, ist eigentlich auch ganz nett. Und dann noch das Banner-Symbol. Das Seite 1, und natürlich, ihr könnt die Sachen immer mit dem Battlestern freischalten. Das kostet zum Beispiel, glaube ich, 5 Battlesterne jeweils. Die kosten meist immer mehr, die Skins. Und wenn ihr die Seite 1 fertig habt, könnt ihr auch erst wieder zur Seite 2. Also müsst ihr eine Seite nach der anderen fertig machen, wie auch letzte Season. So, ich gehe mal schnell durch hier. Und zwar hier gibt es wieder V-Bucks 100, dann Emoticon. Dann haben wir wieder eine Lackierung hier. Okay. Spoilmotiv, Ladebildschirm, dann haben wir hier das Emote handgeschmiedet. Okay, das geht eigentlich klar. Dann Hängegleiter, ja, das ist der passende zum Cartoonfisch. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Dann haben wir noch eine Musik, Himmelsfeuer, nochmal ein paar V-Bucks und natürlich hier auch das Erntewerkzeug, Dämonjägerklingel, die sieht auch sehr, sehr nice aus. Und dann kommen wir mal zur Seite 3 direkt, und zwar fangen wir hier an, einmal mit dem Emote, bereit, wenn du es bist. Ja, jetzt nichts Besonderes. Dann haben wir Stil hier von dem Herz. Dann nochmal Ladebildschirm. Ich gehe einfach mal ein bisschen schneller durch. Banner-Symbol. Dann Stil hier von dem Schwert. Das ist ein bisschen flammt oben. Sehr nice. Dann haben wir den neuen Stil von Charlotte. Zweiter Stil einfach von dem Skin. Kondensstreifen hier. Passend zum Cartoonfisch. Dann nochmal das Erntewerkzeug. Das ist auch ganz nice eigentlich. Und genau hier ist dieses zweite Stil, wo der Fisch einfach auf dem Rücken schwimmt. Und dann nochmal V-Bucks. Dann gibt es Erntewerkzeug Kors Flegel, das Ganze. Ladebildschirm, dann Rückenaccessoire, Hängegleiter, IO-Feldflieger, okay, nichts Besonderes finde ich, Emoticon, dann Spraymotiv passen dazu, und das Outfit hier, Core, kann man sich eigentlich auch geben, ist ganz nice, V-Bucks, Kondensstreifen und dann nochmal ein paar V-Bucks. So, dann haben wir ein Erntewerkzeug, der große Löffel, mit so ein paar Fruit Loops drauf. Finde ich sehr, sehr nice, das ist passend zu dem Outfit Fabio Funkelmähne. Ja, den gab es schon als kleinen Teaser gestern Abend, und ja, ist schon besonders, keine Ahnung, wie ich den halten soll. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann haben wir V-Bucks, Rückenaccessoire, Unicorn Flakes, sehr nice. Dann noch die passende Lackierung dazu, Banner-Symbol und dann noch das Emote. Ja, auch eigentlich nichts Besonderes, finde ich. Ladebildschirm und dann noch der zweite Stil von Core.
Und dann sind wir schon auf Seite 6, dann einmal das Emote hier, wo er sich einfach die ganzen Cornflakes reinhaut. Okay, das finde ich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und er tanzt dann noch. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Dann haben wir den Hängegleiter. Die gehen auf jeden Fall auch klar. Die finde ich gut, muss ich sagen. Dann neuer Stil von Core. Ladebildschirm, V-Bucks und nochmal Spray-Motiv. Und dann nochmal der zweite Stil von Fabio Funkelmähen hier. Oha, mit Galaxy, okay. Nice. V-Bucks und nochmal das Emoticon. Dann Seite 7, Banner-Symbol, dann Hängegleiter, Mondrakete. Okay, ist mal was Neues. Lackierung. Emote. Ja, gibt ja mittlerweile auch schon mehrere, wo man so drin sitzt. Auch nichts mehr Neues oder Besonderes, finde ich. Rückenaccessoire, okay. Ladebildschirm, V-Bucks, dann nochmal den Skin. Schimpanski, okay, nice. Auch mal was anderes. Ich weiß nicht, ob ich den spielen würde, ist aber mal was anderes. Und Erntewerkzeug dazu, dann noch Spray-Motiv. So, und dann Seite 8. Banner-Symbol, V-Bucks, Kondensstreifen. Skin, Outfit, Turin. Okay, der ist auch gar nicht mal so schlecht. Nice, dann Ladebildschirm, Lackierung, V-Bucks, Erntewerkzeug. Okay, auch passend dazu. Auch nichts Besonderes, finde ich. Rückenaccessoire und dann nochmal das Emoticon. Und ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Kondensstreifen. Oh, mit Kevins. Okay, die sind auch ganz nice. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Dann kommen wir zur vorletzten Seite, Seite 9. V-Bucks haben wir hier. Spray-Motiv wieder. Dann ein bisschen Musik. Weltraumaffe. Dann einmal Schimpanski in rosa Nebel. Okay. Emoticon. Dann das Emote von dem. Okay, das finde ich sehr, sehr nice. Das ist auf jeden Fall auch eins der besten Emotes hier, finde ich. V-Bucks. Dann haben wir noch einen weiteren Stil hier von der Kippweltbahn. Ach ne, das Emote. Oh, ah, okay. Also sie verwandelt sich dann automatisch mit diesem Emote. Alles klar, kann man dann auch wahrscheinlich nur bei ihr nutzen. Und verwandelt sich wieder zurück. Okay, dann nochmal Lackierung. Oh, die ist auch nice. Mit Kevin drauf. Die ist auch sehr nice, finde ich. Und dann nochmal Ladebildschirm. Und dann kommen wir auch zur letzten Seite. Und zwar ist das hier einmal Emoticon Marvel-Reihe, das Ganze wieder hier. Erntewerkzeug. Carnage, heißt der Carnage? Ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ist, glaube ich, ein zweiter Stil von Venom. Der Spalter hier ist wieder nur bei dem Skin verfügbar. Könnt ihr also nur dort nutzen. Dann Ladebildschirm, Rückenaccessoire. Oha. Das ist auch nice. Dann ein Banner-Symbol, Hängegleiter. Okay, der kann auch was. Spray-Motiv. Und dann noch der Kondensstreifen. Oh. Der ist ein bisschen eklig, muss ich sagen. V-Bucks. Und dann haben wir noch das Outfit selber. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Finde ich jetzt aber auch nicht so krass, weil wir halt schon einen ähnlichen Stil hatten. Aber okay, das ist also quasi der Level 100 Skin hier in diesem Battle Pass, den wir haben. Und das erstmal der ganze Battle Pass selber. Dann haben wir natürlich noch ein paar extra Sachen, die hier reinkommen. Und zwar einmal Cartoonfish. Und das ist sehr, sehr interessant. Den konnten wir ja direkt am Anfang freischalten. Aber den können wir selbst gestalten hier. Und zwar mit verschiedenen Farben. Ihr seht ja zum Beispiel Pink. Jetzt ist er hier so olivgrün, dann irgendwie blau. Und diese Farben, ihr seht es hier unten, erkunde die Insel und sammle Farbfläschchen ein, um Cartoonfish anzupassen. Und wo findet ihr diese Farbfläschchen? Das steht unten rechts. Hier zum Beispiel findet Zombie-Grün Fläschchen im Elendsviertel oder hier finde Schlürftürkisfläschchen in Sludgy Swamp. Und da müsst ihr halt gucken, dass ihr die da findet. Ich weiß nicht, ob ich nochmal vielleicht ein extra Video mache, wo ich die ganzen Orte zeige, dass man die auf jeden Fall freischalten kann. Und die müsst ihr alle sammeln, um die verschiedenen Farben hier freizuschalten. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Sind aber auch viele Orte, wo wir da wirklich hin müssen. Und dann könnt ihr sogar noch diesen Thunfisch in Charakterstilen bemalen hier. Ihr seht zum Beispiel, ich mache nochmal Cam weg, hier als Kuschelbeauftragter, also komplett die gleichen Farben, wie der Kuschelbeauftragte hat. Oder hier als Renegade Raider, sehr nice. Dann hier zum Beispiel auch Midas oder hier auch der Elf. Also finde ich schon sehr nice. Hier zum Beispiel auch noch, was sehr, sehr nice ist, ist Ghoulthooperin. Also farblich sehr, sehr gut gemacht das Ganze. Aber ihr seht auch schon, ich muss hier als Voraussetzung Zombie Grün im Elendsviertel finden und dann muss ich noch oben rechts diese Regenbogentinte zusätzlich finden und die kriege ich beim Öffnen beliebiger Truhen. Es geht wohl auch bei normalen, es geht aber wohl auch bei kosmischen Truhen, die sollen aktuell auch wieder im Spiel sein wie letzte Season. Und ja, also erst die Sachen alle finden, freischalten und danach kann man die Sachen hier freischalten, die einzelnen Skin-Stile, finde ich sehr nice. Und zusätzlich haben wir sogar noch extra Stile, die sind aktuell noch nicht verfügbar, ihr seht in 17 Tagen und ich denke mal, die schalten sich einfach frei,
wenn wir die hier dann auch, oder das sind ähnliche Stile wie die hier, dass es einfach nochmal andere Skins sein werden, die wir hier auf jeden Fall freischalten können. Sehr nice das Feature, müssen wir aber auch viel finden hier, geht aber auf jeden Fall, finde ich, klar. Dann haben wir noch hier Bonusbelohnung. Da mache ich auch nochmal kurz Cam weg. Und zwar sind das noch weitere Stile für die Skins hier. Das ist Carnage Maximum Stil. Dann haben wir noch den Schimpanski mit Helm. Dann haben wir noch die Charlotte als zottiger Geist. Ihr seht, wie die sich so ein bisschen verwandelt. Sehr nice. Emoticon, trauriger Fisch. Wirklich hier mit reaktiv das Ganze. Stil für Core. Das Ganze natürlich auch einfach mit extrem vielen Battlesternen. Die könnt ihr alle erst freischalten, die Sachen, wenn ihr den Battle Pass komplett durch habt. Und dann habt ihr hier Seite 2 nochmal Banner-Symbol, dann Fabio Funkelmähne in Flammrot. Das Ganze hier, oha, der geht auf jeden Fall auch klar. Dann nochmal hier Thorin Kipfeldjägerin in verschiedenen Stilen. Lackierung, IO, Elite-Design. Und dann nochmal Schimpanski, Mondlandung. Und dann bekommen wir sogar noch Seite 3 hier, weitere Belohnungen. Die sind aber erst in 17 Tagen verfügbar. Ihr seht es unten rechts. Und dafür müssen wir natürlich auch die wieder alle hier freigeschaltet haben, abgeschlossen, um die freischalten zu können. Und dann Seite 4 nochmal, auch in 17 Tagen. Und dann haben wir nochmal Seite 5, auch in 17 Tagen. Also das aktuell noch nicht verfügbar, diese drei. Und dafür müsst ihr natürlich auch wieder extrem viele Battle-Sterne sammeln, um das freischalten zu können. Ich denke mal, wieder ungefähr Level 220 müsst ihr dann erreichen, wie letzte Season, oder 210, dass ihr alles hier freischalten könnt. Und ja, das erstmal dazu. Zudem gibt es noch geheime Stile oder geheime Sachen hier in diesem Battle Pass. Das Ganze aber erst wieder in 45 Tagen verfügbar. Steht wieder unten rechts. Und dort gibt es auch wieder zwei Seiten. Also vorher können wir noch nicht sehen, was da ist. Nur so ein bisschen angeteasert, wie der Skin dann letztlich ungefähr aussehen wird. Das seht ihr schon mal dort im Bild. Und ja, das war es auch eigentlich zum Battle Pass. Ich fand, der letzte war vielleicht sogar ein bisschen besser, aber schreibt mal gerne eure Meinung. Ich finde das mit dem Cartoonfisch sehr, sehr nice, dieses Feature. Und ja, das zum Battle Pass. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten schreibt gerne eure Meinung rein. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.